Yo Leute, wir sind mal wieder am Start. Ich möchte euch ein kleines Update zum Team geben, denn das Team, was ich mir hier gebaut habe, werde ich jetzt abgeben, beziehungsweise ich habe ja sowieso schon, also ich habe Kimmich abgegeben und mir dafür, den habe ich reingehauen wiederum in De Bruyne. Okay, es lädt gerade nicht, egal. Ja, kann ich jetzt mal kurz zeigen. Hier in den guten KDB. Lustigerweise. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich denke mal, das Video wird nach der Challenge. Beziehungsweise, nee, ich habe es ja gar nicht aufgenommen. Egal. Stimmt, ich habe Kimmich in De Bruyne abgegeben, offscreen, ich habe das nicht aufgenommen. Und ich habe dann aus dem Pack von der 86er Challenge schon De Bruyne, habe ich einfach Kimmich gezogen, tradable. Ja, jetzt verkauft, denn ich hatte eh vor, mein Team abzugeben. Ich habe jetzt zwar sogar auch Sané untrade gezogen, den konnte ich ja schon verkaufen. Ich habe sogar Pedro Porro schon untrade gezogen, aber ich werde das Team jetzt verkaufen. Beziehungsweise die Spieler, die ich halt eben verkaufen kann. Ich habe mal eben nachgeguckt, Schlotterbeck 8,5 mittlerweile wert, also auch minimal gesunken, seitdem ich ihn vor 2 Tagen gekauft habe. Geht dementsprechend weg. Cody Gakpo ebenfalls. Wir können ja hier mal ganz kurz gucken bei Gakpo. 10 Spiele, 16 Tore, 4 Vorlagen. Sehr starke Statistiken. Natürlich auch ein bisschen, ne, gegen schwächere Gegner und so, teilweise mit schwächeren Teams, aber gut. Ist dann halt so. So, 14,5 sollte er hoffentlich weggehen. 14,25 wird der gute Cody verkauft und Donny Malen. 10 Tore, 5 Tore, 10 Spiele, 5 Tore, 8 Vorlagen ist auch eine stabile Statistik. Der ist ebenfalls gedroppt. Alle drei sind gedroppt. Perfekt. 9,3 für den guten Donny geben wir ab. Und damit trennen wir uns von dem Team. Die restlichen Spieler sind untrade, außer natürlich Guerrero. Kleiner Spoiler, die werde ich halt aufgrund des Perfect Links zu Karchui unter anderem auch ins nächste Team übernehmen. Und wie das Team aussieht, das seht ihr mit diesem Cut. Mit diesem Team machen wir weiter. Wir gehen rein in die nächsten Spiele dann demnächst. Das ist das Team, was ich gebaut habe. Es hat eine Weile gedauert, ehe ich am Ende zufrieden war. Ich wollte ja aufgrund des Drafts mal die 5er-Kette ausprobieren, weil die hat mir, wie gesagt, ganz gut gefallen. Mit der Bräune macht dann halt die ja mit dem 10er am meisten Sinn. Weil ich denke, da passt er auch selber ganz gut rein von den Werten her. Ich wollte außerdem, ich meine, ich hatte Kachui sowieso. Dementsprechend werde ich die auf jeden Fall weiter einbauen. Und ich finde auch, oder ich denke auch, dass sie auf dieser offensiven Außenverteidigerposition, vor allem in der Offensive, mir halt sehr gut gefallen wird. Bei Defensiv finde ich sie noch ein bisschen schwach aufgrund der Physis halt einfach. Und ich denke, mit drei Innenverteidigern dahinter, die auch alle ein bisschen mehr Physis haben und als Absicherung da sind, könnte mir das ganz gut gefallen. Lawrence war einer der wenigen Außenverteidiger. Allgemein, Männlein und Weiblein, die mir überhaupt gefallen haben. Jetzt laggt sie gerade sehr lange. EA, könntet ihr bitte mal raufgehen? Ich habe schon lange darauf gedrückt. Eine der wenigen Außenverteidiger-Karten, die mir ganz gut gefallen haben, denn ich wollte ein bisschen Pace haben, aber auch zumindest ein bisschen offensive Qualität. Eigentlich wollte ich auch Forster-Skills nochmal haben auf der anderen Seite, da gibt es halt aber nicht so viele Optionen. Und Lawrence sieht dann in meinen Augen halt relativ stark aus, einfach im Gesamtpaket. Ist halt auch nicht die größte, hat aber ein bisschen mehr Stärke einfach als Kachui. Und sieht einfach nach einer guten Karte aus in meinen Augen. Außerdem finde ich die Schwester von Reece James, Lauren James, extremst interessant von den Werten her. 5-Star Skills, 4-Star Weak Foot, 87 Tempo, 78 Schuss, ist halt nicht ganz so krass, aber Passen und Dribbling, Physis. Sieht alles ganz nice aus eigentlich. Dementsprechend wollte ich die unbedingt mal ausprobieren. Nun muss man natürlich sagen, was ist denn mit Alvarez? Alvarez sieht vielleicht nicht so geil aus, aber we will do our first evolution. Ja, ich will die erste Evolution machen. So, das Ding ist, also hier, ich werde auf jeden Fall Alvarez hier reinhauen aufgrund des Teams. Und man muss ja sagen, weil ich werde jetzt De Bruyne in den ersten paar Teams, die ich mir baue, auf jeden Fall immer reinstellen. Und dann brauche ich ja einen guten Link zu De Bruyne. Und es gibt nicht so viele geile Spieler. Ja, die Innenverteidigung, Guardiol, ich habe jetzt auch Stones mit eingebaut ins Team. Akanji, einen Walker, aber der ist halt extrem teuer in meinen Augen. Man kann über den Keeper gehen, aber ich finde, Alvarez sieht auch ganz interessant aus und man muss dazu sagen, ich will die Evolutions eigentlich nutzen, um Borussia Dortmund-Spieler zu pushen. Und ich gucke mal ganz kurz nochmal nebenbei auf der Internetseite nach, aber ich meine, oder ich bin mir relativ sicher, ich glaube, du kannst bei der Founder Evolution von Borussia Dortmund im Endeffekt nur Alea und Duranville nehmen, glaube ich. Und beide sehen halt dann, also das lohnt sich bei beiden halt nicht wirklich, leider. Dementsprechend, mal kurz gucken, Evolve Players. So, ich gucke nochmal ganz kurz. Borussia Dortmund. Und da gibt es dann, glauben, na, okay, na doch, nur Alea sogar. Duranville gibt es scheinbar nicht mal mehr. Oder kann man gar nicht machen. Und Alea, ganz im Ernst, mit,
Was kriegt der? Kriegt der überhaupt Pace dazu? Der kriegt plus 3 Tempo dazu, ganz im Ernst. Dann hat Alea 65 Tempo oder so. Was willst du damit so? Der wird außerdem, ich gehe mal davon aus, noch irgendwann im Jahr eine Special Card bekommen. Trotzdem will ich, wie gesagt, die restlichen Evolutions, also ich werde hier Jamie Beino Gittens reinhauen, ich werde hier wahrscheinlich Papadopoulos reinhauen. Hier werde ich auf jeden Fall Kamara nehmen, ist ja der einzige Dortmunder, den man nehmen kann und der wird hier auch manchmal als Beispiel vorgeschlagen. Ich werde hier auf jeden Fall Abdoulaye Kamara nehmen. Und ansonsten bei Abwehrtempo, wie gesagt, wahrscheinlich Papadopoulos, hier wahrscheinlich Beino Gittens. Auch wenn die halt nicht so geil sind, aber ist mir egal. Ich will die Dortmund-Spieler boosten und vor allem kann man die ja wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch weiter boosten. Dementsprechend. Und auf jeden Fall ein Papadopoulos wird zu 99% keine Special Card für Borussia Dortmund bekommen. Weil der wird halt nicht spielen. Beino Gittens könnte vielleicht mal eine kriegen, aber ist halt auch schwierig. Abdoulaye Kamara wird auch nie eine Special Card bekommen. Und ja, bei den Willkommen Evolutions ist es ja generell nur ein Plus-1-Ding. Da werde ich, denke ich mal, auch irgendeine Goldkarte reinnehmen und die als Sub dann benutzen. So ein Bensubaini zum Beispiel sieht dann ganz gut aus für einen Innenverteidiger-Sub. Den kann man ganz gut weiter carryen übers Jahr hinweg oder so. Da werde ich mir aber nochmal angucken, wer denn am ehesten noch keine Special Card bekommen würde im Jahr hinaus. Ist ja auch egal. Ich habe es jetzt mal ganz kurz erklärt. Hier, wie gesagt, geht dann eben nur der gute Alea und der wäre eh nicht gut spielbar. Und da macht es für mein Team am meisten Sinn, dass ich da Julian Alvarez benutzen werde. Der würde auf jeden Fall ganz gut aussehen und ich würde sagen, so Alvarez, warte so, Alvarez, haben wir da rechts. Wir beginnen die Evolution. Julian Alvarez geht auch direkt ins Team und ich habe Bock. Ich habe sehr viel Bock auf jeden Fall. Meine Evolutions müssen wir überhaupt machen. Zwei Spiele einfach nur gewinnen in Rival Champions, okay. Ich werde jetzt eh noch ein bisschen Rivals grinden für mich. Da wird er dann auf jeden Fall nebenbei entwickelt. Das kann ich sagen. Da ist er ja auch schon im Team. Und der sieht auf jeden Fall. Ich finde erstmal das Kartendesign saugeil. Und ich denke, der wird sich dann auch lohnen im Nachhinein. Ansonsten, ich musste dann halt. Ich finde das Team nicht ganz so geil, was die Kreativität angeht, weil ich halt. Ich habe basically 1, 2, 3, 4 liegen theoretisch im Team, aber. Premier League männlich weiblich, Ligue 1 männlich weiblich ist halt nicht so kreativ tatsächlich. Aber egal, es ging halt jetzt nicht anders. Mit einer Icon, mit einer oder zwei Icons hätte man noch ein bisschen kreativer sein können, was die Ligen angeht. Ging jetzt halt wie gesagt nicht. So konnte ich sogar noch Enzo Fernandes Theorie sogar einbauen, wie man sieht. Das ist dann auch ganz cool. Ich meine, er ist eine solide Karte fürs Mittelfeld, das kann man machen. Die Gyökeres fand ich auch bisher relativ solide. Und ansonsten, ich werde ja ingame genau in der Formation dann auch spielen. Dementsprechend, ja, muss ich da jetzt keine Taktiken weiter zeigen. Weil ich habe eh selber noch keine Taktiken. Und formationstechnisch spielen wir es halt 1 zu 1 so. Dementsprechend passt das, denke ich mal. Auf der Bank, muss man sagen, habe ich ein paar gute Subs. Sané und Sterling halt Untrade gezogen. Genauso wie die Kirby für die Offensive. Joe Linton als Achter. Untrade. Rolfö als Achter. Da habe ich auch versucht, lange die einzubauen. Und es gibt auch Wege. Aber durch die Nation und dadurch, dass halt die Frauenliga, du brauchst dann nochmal. Also es ist sau schwer, die aufs Voll. Also es ist nicht, eigentlich nicht sau schwer. Man könnte es einfach machen. Man nimmt die eine Achterin, die günstigste von den dreien, die es da gibt. Es gibt drei krasse und eine sieht auch richtig stark aus und sie ist relativ günstig. Die kann man nehmen und dann einen schwedischen Manager aus der frauenspanischen Liga nehmen. Dann wäre sie voll. Aber das dann darüber weiter zu verlinken, auch hier mit den Frauen und mit den Frauen, das ging hier halt nicht. Deswegen hier habe ich jetzt auch zum Beispiel die beiden aus der Premier League, aus der weiblichen, nur mit einem Kanada-Manager für die Rechtsverteidigerin und der Frauenliga halt auf Full Camp bekommen. Ist aber, denke ich mal, trotzdem in Ordnung. Ich bin damit auf jeden Fall relativ zufrieden fürs Erste und bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze performen wird. Jo Leute, ganz kurzer Einwurf nochmal. Das erste Spiel mit dem neuen Team lief auch direkt ganz gut. Wir haben 6 zu 0 gewonnen. Und hier sieht man nochmal ganz kurz die Statistiken. Das war auch mehr als verdient auf jeden Fall. Wir hatten ein bisschen Glück, dass wir keins kassiert haben tatsächlich. Mir gefällt Lloris bisher aber auch wirklich gut, muss ich dazu sagen. Also ich finde Lloris bisher wirklich ein starker Keeper. Vor allem, wenn man überlegt, dass er nur eine 83 hat. Wir können uns ja mal ganz kurz die Tore angucken. Wir haben hier, wobei wir können auch ganz kurz einmal die Spielzusammenfassung angucken. Dann haben wir hier einmal eine Parade von Castells. Nee, das ist das Tor. Das war das letzte Tor auch, bin ich der Meinung, was wir erzielt haben. Also von daher auch, ja. Haben wir hier eine Parade? Da war ja Castells Parade zuerst. Ja, auf jeden Fall eine wilde Zusammenfassung. Ich dachte, wir gehen hier chronologisch durch. Wir haben hier erstmal eine Parade nach einer Ecke von uns. Hat Castells den stark gehalten. Von Stones, meine ich, müsste das sein. Dann danach haben wir eine gute Chance noch direkt in der nächsten Ecke mit James gehabt. Kopfball. Ja, ist in Ordnung. Dann haben wir das erste Tor gemacht, das 1-0.
mit Karchu über die Außen durchgegangen, in die Mitte gepasst und ja, Alvarez haut das Ding dann über die Linie, sehr, sehr nice. James, das war ein nices Tor, wie ich finde, wieder Karchu über die linke Seite, Flanke in die Mitte und direkte Volley-Abnahme in den Winkel. Richtig geiles Tor in meinen Augen. Die James gefällt mir wirklich gut und Kachui auch in der offensiveren Position in meinen Augen extremst nice. Schöner Abschluss an der Stelle. Dann haben wir auch mal KDB an der Stelle am Start hier. Hingespielt zu ihm über, ich glaube, Gioro müsste es sein. Hat Gioro einen Pferdeschwanz? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ein kranker Abschluss in den Winkel, muss man sagen. Extrem stark. Dann Alvarez mit dem nächsten Tor. Auch nochmal vor der Halbzeit hier, De Bruyne, Pass in die Mitte, Alvarez frei vom Keeper, macht da rein. Nächstes Ding war wieder De Bruyne, da haben wir hier einmal in den Lauf geschickt und dann mit einem Außenriss, außerhalb des 16ers sogar, einfach ins lange Eck. Ab einem gewissen Punkt kann man auch dann seinen Keeper mal in Verantwortung nehmen, ich weiß nicht, ob man den, ja, schwierig zu halten, ne? Der ist halt gut getroffen von De Bruyne. Da haben wir noch ein De Bruyne-Ding und das war dann auch der Schlusspunkt, das 6:0, das hatten wir eben schon gesehen hier, ich glaube, das müsste die Rechtsverteidigerin sein. Und dann De Bruyne einfach in der Mitte mit dem eiskalten Abschluss. Also es gefällt mir wirklich gut. Das Team, zumindest im ersten Spiel, kann natürlich jetzt auch ein leichterer Gegner gewesen sein. Sein Team war auf jeden Fall kein Fliegenfänger-Team, das kann ich sagen. Das war eigentlich ganz solide. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, ein stabiler erster Sieg. Und ich glaube, wir können jetzt sogar noch ein Ziel haben wir hier erfüllt. Ja, okay, wir kriegen aber nur Van Dijk oder Bellingham. So viel dazu. Ja, nehmen wir Van Dijk mit. Ja, gut. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht jetzt ein Pack hier bekommen an dem Level, bei dem Level, aber das ist erst das nächste wieder. Wäre dann auch nur ein 83 Plus Pick. Oh, wir haben aber 5 Ziele sogar erfüllt. Dann müssen wir mal gucken, was es ist. Einmal Wochenziele, 2 Wochenziele. Wir haben jetzt die 30. Partie gerade gespielt. Okay, dann haben wir hier 3 Tagesziele abgeschlossen. Wir haben hier Tagesziele. Das können wir nur so machen, okay. Haben wir denn noch was? Ist immer ein bisschen unüblich. Ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht oben angezeigt bekommt, hier, du hast hier noch 2 und da noch 1 oder so. Ist immer noch ein bisschen sinnlos, aber okay. So Leute, nochmal ein kleines Update. Wir sind 3 Spiele weiter, 2 Siege weiter, beziehungsweise 2 Spiele weiter von dem, was ich euch gezeigt habe, von dem ersten Spiel. Ja, und haben damit die erste Evolution erhalten. Das will ich mal mit hier festhalten, das müssen wir mal haben. Und da geht er hoch auf 81, 82 Tempo. Und Schuss geht auch nochmal um 3 hoch. Sehr, sehr nice. Plus 1 im Gesamtrating natürlich noch. Und dann haben wir auch den Levelaufstieg hier. Und kriegen als nächstes, ich hoffe, das war jetzt nicht so laut, kriegen als nächstes dann halt nochmal 3 Dribbling, 3 Physis und 1 Stern Weakfoot dazu. Das ist halt sehr nice. Da kriegt er nämlich 5 Star Weakfoot. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, den zu nehmen. Der hätte dann auf jeden Fall krasse Werte. Ihr seht es ja hier, 86 Dribbling noch dann, 79 Physis, 5 Star Weakfoot. Also, den kann man dann auf jeden Fall schon sehr gut zocken eine Weile lang und zur Not auch nur als Sub benutzen, falls wir den irgendwann mal ausbauen sollten. Da bin ich schon sehr zufrieden mit jetzt. So Leute, der Vollständigkeit halber habe ich mich jetzt mal rangesetzt und zumindest mal 1, 2, 3 Spieler geholt, die wir dafür nehmen wollen. Wie gesagt, für den Relentless Winger werde ich Jamie, Bino, Gittens benutzen. Ganz kurz was wegdrücken hier. So, wir werden dafür. Okay, ja. Zahlen dafür die 1000 FIFA Points und holen uns Jamie Bino Gittens als Relentless Winger. Ich würde gerne weiter drücken, aber es geht gerade nicht. Okay, wir sind neu drin. Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt einfach im Verein chillt. Weil ich habe ihn ja nirgendwo hinzugefügt oder so, aber ich, wie gesagt, gehe jetzt einfach mal davon aus. Da ist er, guck mal, in grün im Verein. War jetzt natürlich ein kleiner Spoiler, ich hätte vielleicht auf Special-Karten stellen sollen, denn ihr habt jetzt gesehen, Abwehrtempo, da haben wir ebenfalls einen Spieler geholt. So, neueste, den guten Papadopoulos hauen wir da rein in die Challenge und starten diese Evolution. Let's go in grün. Okay, ich kann ihn jetzt wieder nicht überspringen, ihr Digga. So, und zu guter Letzt haben wir dann noch den nützlichen Nachschub mit Abdullah. Theoretisch, wie gesagt, auch Joe Bellingham hier möglich, das habe ich ja schon mal im Video gesagt. Aber wir nehmen Abdullah Kamara. Here we go. Kostet natürlich auch ein bisschen was, aber den nehmen wir sehr, sehr gerne mit dafür. Freue ich mich drauf.
Der sieht ja dann wirklich sogar am Ende relativ stabil aus. Okay, den konnte ich jetzt überspringen, warum auch immer. So, dann haben wir die drei schon mal hier. Für die Willkommens Evolution habe ich mich tatsächlich noch nicht entschieden, wen ich da nehme. Ich hätte auch einen Dortmunder nehmen, aber ich weiß halt noch nicht welchen. Ja, soviel aber jetzt mal dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder.